Bauer sucht Frau-Star Iris Abel, 54, ist bei ihren Fans für ihre positive und herzliche Art bekannt, jetzt meldete sich die TV-Persönlichkeit allerdings mit traurigen Nachrichten zurück. Bauer sucht Frau Iris Abel. Neues Lebenszeichen. Durch ihre Teilnahme an der beliebten TV-Show Bauer sucht Frau fanden Iris und Uwe Abel die große Liebe. Doch nicht nur gegenseitig konnten die beiden ihre Herzen erobern. Auch bei den Zuschauern gelten die beiden als absolute Publikumslieblinge. Und obwohl es in den zahlreichen sozialen Medien meist still um Iris und Uwe ist, wagten sich die beiden unter anderem beim Sommerhaus der Stars erneut ins TV. Auch getrennt voneinander kurbelte das RTL-Paar ihre Karriere an. Uwe Abel kämpfte bereits bei Promi Big Brother und Iris Abel bei Club der guten Laune um den Sieg. Während man von Uwe Abel via Instagram fast nichts mehr hört, teilt Iris in breiten Abständen und sehr selten Einblicke in ihr Leben an der Seite des TV-Bauern. Und auch wenn die Follower dabei vor allem positive News gewohnt sind, meldete sich die Bauer sucht Frau-Kandidatin jetzt mit traurigen Neuigkeiten zurück. Iris Abel. Traurige Neuigkeiten. In ihrer Instagram-Story wird jetzt deutlich, dass Iris offenbar einen traurigen Verlust verkraften muss. Mit ihren Followern teilte der RTL-Star ein Foto, auf welchem eine Karte zu sehen ist, auf der geschrieben steht, wir nehmen Abschied von Gabriele. Dazu ergänzte Iris, danke für alles. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Es funkelt ein neuer wunderschöner Stern am Nachthimmel. Bereits im Juli schien Iris Abel um eine geliebte Person zu trauern. Damals teilte sie ein schwarzes Bild via Instagram und offenbarte, wenn der Tod in deiner Familie und in deiner Generation ankommt, sieht man, wie zerbrechlich das Leben ist und ich stelle mir die Frage, wie lange ich vielleicht noch lebe.